So weißt du sofort, ob eine SEO-Agentur dich über den Tisch ziehen will. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, der SEO-Agenturmarkt ist Schrott. Und deswegen musst du echt vorsichtig sein, wenn du jemanden für SEO beauftragst. Ich mache das Ganze jetzt schon ein paar Jahre mit meiner eigenen Agentur und mittlerweile merke ich sofort, wann eine SEO-Agentur Ahnung hat und wann sie dich eher abzocken will. Und wenn du mehr Ahnung von SEO haben möchtest, dann folg mal gern diesem Channel. Es gibt drei Anzeichen, an denen du es sofort erkennst. Nummer 1, die Agentur ruft dich an. Cold Calling ist ehrlicherweise meistens kein gutes Zeichen, denn Leute, die Cold Calls machen, haben selber nicht genügend Anfragen und dann müssen sie andere Leute am Telefon mit ihrem Service nerven und rufen ständig an. Nummer 2, die Agentur will direkt was verkaufen. Wenn die Agentur dein Geschäftsmodell noch nicht verstanden hat und ihr schon im Sales Pitch seid, dann renn. Das Allerwichtigste für eine SEO-Agentur und für jede andere Marketingagentur ist, die müssen deinen Business Case wirklich verstehen können. Ansonsten werden die nicht helfen können. Nummer 3, die Agentur garantiert dir Platz 1 bei Google. Das kann kein Dienstleister dir garantieren. Und wenn es doch macht, dann will er dich eher closen bzw. abzocken. Er kann dir zwar eine realistische Einschätzung aus Erfahrungswerten geben, eine Garantie für Platz 1 gibt es allerdings nicht. Jetzt bist du gut vorbereitet, denn